Mit Trials of Mana veröffentlicht Square Enix eine 3D-Neuauflage des 1995 in Japan erschienenen 2D-Action-Rollenspiels Seiken Densetsu 3. Ob es sich besser als Secret of Mana, das umstrittene 3D-Remake von Seiken Densetsu 2, schlägt, verrät der Test. This is the Mana Sword. Alright. Der dritte Teil der Mana-Saga erzählt die Geschichte von sechs Heldinnen und Helden, die sich als frei zusammensetzbare Trios dem Bösen stellen, das ihre geschwächte Welt bedroht. Je nachdem, in wessen Rolle man schlüpft, bekommt man es im Verlauf der klassischen Gut-gegen-Böse-Geschichte mit drei unterschiedlichen Gegenspielern zu tun. Doch auch wenn die Wege der einzelnen Charaktere verschieden sind, sind ihre Schicksale teils eng miteinander verwoben. Mehrere Spieldurchgänge bieten sich an und sorgen trotz erzählerischer Überschneidungen für einen hohen Wiederspielwert. Darüber hinaus unterscheiden sich die Charaktere auch spielerisch voneinander. Während sich Soldat Duran im Kampf auf sein Schwert und seine Stärke verlässt, setzt Prinzessin Angela auf Zauberstab und Magie. Halbblut Kevin kann sich nachts sogar in eine wahre Bestie verwandeln, die Widersacher mit bloßen Fäusten verdrischt. Elfe Charlotte ist wiederum im Umgang mit Heilmagie und Flegel geschult, während Dieb Adlerauge mit seinen Dolchen mehr Beute als gewöhnlich ergattert und Amazone Reese Gegner mit ihrer Lanze auf Distanz hält. Neben der bevorzugten Hauptfigur kann man auch zwei der anderen Charaktere als Begleiter festlegen, die dann im Spielverlauf hinzustoßen, ein Heldentrio bilden und im Kampf frei gewechselt werden können. Wer will, kann sogar kurze Rückblicke nachspielen, um mehr über die Erlebnisse und Beweggründe der Gefährten vor ihrem Aufeinandertreffen zu erfahren. Quasi den Auftakt, den man auch zu Gesicht bekommen hätte, wenn man den jeweiligen Charakter als Protagonisten gewählt hätte. Verpflichtend sind diese kurzen Episoden allerdings nicht. Im Gegensatz zum Original setzt das neue Trials of Mana auf 3D statt auf 2D-Grafik. Der Stil mag zwar Geschmackssache sein, ist aber wesentlich attraktiver und ausgefeilter als der des letzten Remakes zu Secret of Mana, das zudem mit üblen technischen Problemen zu kämpfen hatte. Bei Trials of Mana stören hingegen höchstens die manchmal verspätet eingeblendeten Texturen oder eher langen Ladezeiten. Natürlich könnten einige Texturen auch insgesamt detaillierter, manche Objekte weniger klobig sein. Aber unterm Strich ist die auf die Unreal Engine setzende Spielgrafik durchaus ordentlich und angenehm flüssig. Was allerdings wirklich wehtut, ist der Wegfall des ursprünglichen Koop-Modus, bei dem sich auf dem SNES bis zu drei Spieler an einer Konsole zusammenschließen und das Heldentrio übernehmen konnten. Jetzt muss man eben durch Charakterwechsel selbst aktiv werden oder sich auf die anpassbaren Verhaltensmuster der KI verlassen, was die meiste Zeit auch klappt. Treten fiese Statusleiden oder ähnliches auf, muss man aber auch öfters mal eingreifen. Zudem sind die im Kampf einsetzbaren Hilfsobjekte wie Heilungen, Wiederbelebungen oder Wurfgeschosse limitiert. Per Ringmenü können bis zu 12 Gegenstände vorab festgelegt werden, von denen dann je maximal 9 Einheiten von der Gruppe kollektiv genutzt werden können. Nach einem Sieg werden die Einheiten dann wieder aufgestockt, sofern ausreichend Vorrat vorhanden ist. Das Hauptmenü ist im Kampf gesperrt, sodass leider keine Charakter- oder KI-Anpassungen möglich sind. Gehen einem die begrenzten Heilobjekte aus, kann man aber meist auch versuchen zu flüchten. Zauber lassen sich ebenfalls per Ringmenü aktivieren, was praktisch ist, da bei Zugriffen auf die beiden Ringmenüs jegliche Kampfhandlung pausiert werden und man so in aller Ruhe Aktionen wählen, Charaktere wechseln und Ziele festlegen kann. Alternativ gibt es pro Charakter auch 4 Plätze für Schnellaktionen, auf die man häufig verwendete Items oder Zauber legen kann. Für klassenspezifische Spezialangriffe, die verschiedene hohe Energiepegel voraussetzen, gibt es ebenfalls Hotkeys. Ansonsten hat man je eine Taste für leichte und schwere Angriffe, eine zum Springen und eine zum Ausweichen. Schwere Angriffe lassen sich zudem aufladen, um Panzerungen zu brechen. Und dann gibt es noch eine Reihe simpler Kombos, mit denen man Gegner zum Beispiel zu Fall bringen oder in der Luft attackieren kann. Dank manueller Zielaufschaltung verliert man selbst wendige Kontrahenten nicht aus den Augen. Und wenn ernsthafte Gegenangriffe drohen, werden die entsprechenden Angriffsflächen rot markiert, sodass man rechtzeitig ausweichen kann. Die auf begrenzten Schlachtfeldern direkt an Ort und Stelle ausgetragenen Echtzeitkämpfe sind angenehm flott und direkt. Die Steuerung geht gut von der Hand, ohne dass rein auf stupides Tastenhämmern gesetzt wird. Im Vergleich zu Namcos ähnlich gelagerter Tales of Reihe fällt der Einstieg jedenfalls deutlich leichter. Der Schwierigkeitsgrad kann abseits von Kämpfen auch jederzeit in 4 Stufen angepasst werden. Neben dem Speichern und Heilen an Statuen oder in Herbergen wird immer wieder auch automatisch gespeichert. Wer will, kann sogar Spieldaten aus der Demo übernehmen und direkt weiterspielen. Das Leveldesign ist sehr abwechslungsreich, sowohl was die Art als auch Form der Umgebungen betrifft. Mal erkundet man großflächige Wüsten und Wiesen, mal verwinkelte Höhlen und Canyons. Karten werden automatisch mitgezeichnet, während Minimap und Zielmarkierungen bei der Orientierung helfen. Außerdem sorgen Schätze und Hindernisse für motivierende Erkundungs- und Sammelreize. So lassen sich brüchige Felsen oder Mauern zerbröseln oder Sprungfedern als Katapulte nutzen.
Auch kleinere Rätsel wie das korrekte Platzieren von Büchern oder Manipulieren von Windgeneratoren stehen hin und wieder auf dem Plan. Zudem gibt es einen Wechsel zwischen Tag und Nacht, der nicht nur ein optisches Gimmick ist, sondern auch Auswirkungen auf Gegner, Geschäfte oder Ereignisse hat. Zudem sind elementare Kräfte an entsprechenden Wochentagen effektiver. In Herbergen können sogar gefundene Samen gepflanzt werden, die in Sekundenschnelle zu Hilfsobjekten und Ausrüstungsgegenständen heranwachsen. Wer es eilig hat, kann nicht nur auf Knopfdruck Vollgas geben, sondern auch mit magischen Seilen an den Eingang eines Dungeons zurückkehren. Mutige können sich auch mit einer Kanone von Ort zu Ort schießen lassen, mit Schiff oder Wasserschildkröte die Meere bereisen oder per Drache in die Lüfte steigen. In der Neuauflage wartet Trials of Mana sogar mit zusätzlichen Postgame-Inhalten sowie einem motivierenden Suchspiel auf, bei dem es die Verstecke von Kaktus Fratz im Spielverlauf zu finden gilt, was mit diversen Boni wie Shop-Rabatten, Erfahrungssteigerungen oder schnelleren Fluchtversuchen belohnt wird. Spaß macht auch die Charakterpflege. Die drei Gruppenmitglieder erhalten nämlich nicht nur Erfahrungspunkte für automatische Stufenaufstiege, sondern auch Punkte, die man in elementarbasierte Fertigkeiten, Talente und Wertverbesserungen investieren kann. Die Auswahl steigt, wenn man sich mit den entsprechenden Elementargeistern verbündet. Aber auch durch Dialoge und andere Ereignisse können neue Fertigkeiten gelernt und über begrenzt vorhandene Slots Charakteren zugeteilt werden. Auf bestimmten Stufen können zudem neue Klassen gewählt werden, die ebenfalls frische Fähigkeiten und Ausrichtungen mit sich bringen. So kann Duron zum Beispiel beim ersten Klassenwechsel entweder zu einem eher defensiven Ritter mit Schild und Heilmagie oder einem offensiven Gladiator mit elementaren Waffenanpassungen werden, aus denen dann wieder neue Verzweigungen entstehen. Falls man nicht zufrieden ist, lassen sich Fertigkeitspunkte und Klassen später auch wieder ändern bzw. zurücksetzen. Nicht ganz zufrieden waren wir auch hinsichtlich der gelegentlichen Diskrepanzen zwischen grafischer und akustischer Inszenierung. Mimik und Gestik haben in den Story-Sequenzen oft einfach nicht zur Sprachausgabe gepasst, bei der man übrigens zwischen englischer Synchronisation und japanischem Originalton wählen kann. Auch manche Namensänderungen in den deutschen Untertiteln sorgen hier und da für unschöne und vor allem unnötige Abweichungen. Wie es besser geht, zeigt der Soundtrack, wo man frei zwischen Original- und Remake-Fassung wählen kann. Auch wenn das durchwachsene Remake von Seiken Densetsu 2 dunkle Schatten vorausgeworfen hatte, ist Square Enix die Neuauflage von Seiken Densetsu 3 gut gelungen. Natürlich merkt man dem ebenfalls von der zweiten in die dritte Dimension gewechselten Action-Rollenspiel sein Alter in puncto Spiel und Storydesign deutlich an, aber insgesamt ist das Spielerlebnis stimmig und charmant. Technische Mankos gibt es zwar auch dieses Mal, allerdings sind die weit weniger schlimm. Auch wer den Originalstil bevorzugt, kann Trials of Mana auch als Teil der Collection of Mana für Nintendo Switch in klassischem 2D erleben. In puncto Spielbarkeit gibt es in unseren Augen nichts auszusetzen. Das Kampfsystem ist herrlich flott und direkt, die Charakterentwicklung frei und facettenreich. Auch die miteinander verwobenen Abenteuer der sechs spielbaren Protagonisten sorgen nach wie vor für Begeisterung. Obendrein gibt es auch komplett neue Spielinhalte. Nur der Wegfall des lokalen Koop-Modus schmerzt.